So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Polybridge, einem neuen Spiel, welches vor ein, zwei Wochen rauskam. Ich kam noch nicht dazu, reinzugucken. Ich habe mir Zeit gelassen. Wir versuchen, Polybridge 2 zu vergessen. Kurze Zusammenfassung, ich habe Polybridge 2 so weit gespielt, wie ich die Level gecheckt habe und dann war es irgendwann so frustrierend, dass ich keinen Bock mehr hatte. Selbst nach Pausen, ich habe es öfter mal wieder probiert. Aber die ersten Level in Polybridge 3 werden auf jeden Fall wieder spaßig. Und es ist ja nicht so, als hätte ich nicht 50 Level in Polybridge 2 oder so gemacht. Und ja, wir gucken einfach rein. Ich habe gesehen, dass Paluten auch schon wieder gespielt hat. Vielleicht unterbieten wir wieder seine Brücken. Ich weiß es noch nicht, was mein Plan ist. Ich will einfach ganz gemütlich eigentlich mal wieder reingucken. Auch mal wieder schön einfach sowas aktiv hier aufzunehmen für euch. Es kam ja sehr viel Zelda jetzt den letzten Monat. Aber das Spiel ist auch so unendlich gut. Ich glaube, ich habe lange kein Spiel mehr so sehr gefeiert wie Zelda. Aber ich will natürlich auch Abwechslung bieten und deswegen auch mal zwischendurch was anderes. Und die Zelda-Folgensteine ist auch immer relativ viel, weil ich sehr viel Material habe, wo ich immer durchgehen muss. Deswegen auch mal schön hier einfach so einen kleinen Snack, Polybridge. Fangen wir an! Willkommen bei Polybridge 3. Dein Ziel ist es, Brücken zu bauen, damit die Fahrzeuge zu ihrer Flagge gelangen können. Zum Fortfahren klicken. Ich habe gerade hier so traurige Musik im Spiel. Ich starte mal kurz neu sogar gleich. Ich will glücklichere Musik. Die Fahrzeuge müssen auf einer Straße fahren. Klicke zunächst auf die Straße unten, um eine Straße zu bauen. Warte, ich starte neu. Ah, so viel besser. Ich weiß nicht, was dieses zweite Lied war, aber das war irgendwie ein bisschen zu melancholisch. Ich möchte doch einfach nur gemütlich meine Brücken bauen und nicht irgendwie traurig werden. So, mein Ziel ist es, Brücken zu bauen. Ich baue eine Straße. Zack, 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 Straße fertig. Und ich drücke auf Play. Darf ich nicht mal. Okay. Wir müssen natürlich die guten alten Dreiecke wieder oben drauf bauen, um die Straße zu stützen. Denn der Druck der Straße breitet sich über die Dreiecke aus und so funktioniert das Ganze ganz gut. Ich kann mit Rechtsklick kopieren und hier einfügen. Verstehe und Play. Erste Brücke gebaut. Durchgespielt. 17% Belastung. Das ist alles viel zu teuer gebaut. So können wir nicht arbeiten. Aber wir haben Level abgeschlossen, im Budget beendet und Level im Budget ohne Schaden beendet. Ohne Schaden heißt, dass kein Teil gebrochen ist. Manchmal brechen Teile und das Level funktioniert trotzdem. Das möchte ich natürlich nicht. Bin sehr gespannt, ob wieder die Physik überarbeitet wurde, weil Polybridge 2, was man da in den Ergebnissen von anderen Leuten gesehen hat, war sehr wild. Wir machen mal erneut versuchen. Oh mein Gott, das erklärt mir nochmal das Spiel. Scheinbar zählt das noch nicht als Level. Ich will nicht nochmal... Nein! Ich wollte doch nur einfach performanter bauen, aber ich darf nicht. Geschwindigkeit auf mal 5. Zack, durch. Okay, weiter. CR01 überbrückt. Was heißt CR? Bau deine erste Brücke. Ja, aber das ist doch... Nicht zu lang. Oh mein Gott. Aber ich kann einfach zweimal kopieren. Lol. Wir haben die zweite Brücke gebaut. So schnell kann sein. Ah, das ist schon mal ein richtiges Level, weil hier kommen Stats. Ja, du, untere 19%. Die Top-Prozent haben nur 4.000 Dollar gebraucht und nicht 11.000. Ich muss neu machen. So, und jetzt kann man hier, glaube ich, mit Shift die Sachen wieder bewegen. Genau. Und theoretisch sind Bögen auch immer gut. Also kann ich das hier so schon runter machen und das hier machen. Und dasselbe machen wir jetzt nochmal auf der Seite. Sowas zum Beispiel. So ist es schon um einiges günstiger. So, ich habe die Brücke umgebaut. Ich habe jetzt hier die Säulen runtergemacht, ist ein bisschen runtergeschoben. Ist schon mal ein bisschen günstiger. Es gibt bestimmt noch viel günstigere Methoden als diese Holzdreiecke. Aber guck mal, sie wackelt nur ein bisschen und hält. Schon mal auf 9000 runtergegangen. Perfekt. Kann man sich wieder mit seinen Freunden vergleichen? Freunde. Ja, kann man. Guck mal, da ist Paluten. Und Xelos. Xelos ist absoluter Gott in dem letzten Teil schon gewesen. Und Dustin ist auch da. Okay. 17.000. Dustin, wir müssen reden. Paluten hat 8.900. Okay. Weißt du, ich habe nur 2 Wochen gewartet, um wieder Paluten in jedem Level unterbieten zu können. Das ist meine persönliche Challenge. Dafür spiele ich das Brückenspiel. Aber Paluten hat den ersten Teil den zweiten Teil auf jeden Fall besser durchgezogen als ich. Ich unterbiete einfach nur, solange ich kann. Und sobald ich nichts mehr verstehe, bin ich wieder weg. Okay. Ich habe jetzt hier unten auf der linken Seite 2 Holzbretter, die ist einfach hochhalten. Hier auch. Und da in der Mitte so ein Dreieckgedöns. Ja, warte, ich glaube, ich muss das doch da oben halten. Ja, okay. Schau mal, 7000. Ein schönes, günstiges Budget. Fangen wir direkt so an. Schön tryhard.
Und meine Brücke ist wieder günstiger. Die günstigste Brücke. Ich bin Platz 3700 in der Rangliste mit dieser Brücke. Schön. Simple Brücken, da blicke ich noch durch. So viel Brückentechnologie habe ich noch gelernt. Unterbrückt. Baue eine etwas längere Brücke. Tipp, aktiviere Autotriangulieren, um schneller zu bauen. Autotriangulieren. Das macht dann die Dreiecke, glaube ich, automatisch für mich. Ja, genau. Genau, das ist einfach so ein chilliges Turbomanöver hier von wegen Brücke. Kann man auch alle Punkte von denen packen und gleichzeitig nach oben schieben? Das wäre noch ein geiles Feature. Ich glaube nicht. Und meine Brücke hält nicht mal. Ich weiß, was ich für eine Brücke mache. Warte, wir machen so. Zack. Und zack. Können sogar das so ein bisschen nach oben machen. Und jetzt machen wir hier oben Dreiecke drauf. Dass das so eine Brücke ist, die sich von unten nach oben hin stützt. Aber die Fahrzeuge sind ein bisschen schwer. Deswegen müssen wir den ganzen Bogen ein bisschen größer machen. Kriegen wir hin. Und es hält. Es hält, es hält, es hält. 8200. Es geht aber besser, oder? Ich bin Platz 1 in der Freundesliste. Es ist gut genug, würde ich sagen. Paluten sogar Platz 2. Kann man jetzt wieder so sehen in der Galerie, was andere Leute gebaut haben? Ja, klar. Natürlich kann man wieder die Flexer sehen. Der hat es für 2000 gemacht. Und das Auto wird wahrscheinlich aber wieder durch die Physik etwas drauffallen lassen. Es ist einfach so, als würde ich YouTube vor dem Jahre 2000 gerade wieder ansehen. Man erkennt einfach so gerade so, was passiert. Die hier sieht ja verrückt aus. Guck mal, da... Was ist passiert? Ist da nur der Reifen angekommen? Hat er das ganze Auto zerschlagen? Das Reifen... Wieso zählt das als geschafft, wenn nur der Reifen vom Auto ankommt? Die hier ist insane. Guck mal, das ist genau mein Konzept, aber in besser. Cool. Aber auch schon mit 7000, gar nicht mehr so weit weg von meinem Preis. Ich war ja bei 8000. Ja, doch, kann ich mitarbeiten. Level 3. Felsenfest. Setze zusätzliche Anker, rote Quadrate, um deine Brücke zu stützen. Rote Quadrate... bauen. Ach so, das hier ist aber nur so ein Stützpfeiler drin. Okay, ich war sehr irritiert, was das Spiel von mir möchte. Aber wir haben ein kleines, süßes, einen kleinen Pickup, der da, ein Van, der rüber muss. Pickup ist ein ganz anderes Auto, der hat da hinten so Ladefläche. Ein Van mit einem Gewicht von 6 PG, was mir natürlich auf jeden Fall was sagt, mir als professionellen Brückenbauer. Und wir Auto triangulieren. Wieder zwei Stützen hier hin. Und eigentlich sollte echt aufhören, diese Brücken zweimal zu bauen. Ich sollte einfach echt immer eine Hälfte machen. Das Spiel sagt es mir sogar, gefühlt so, Bro, bau einfach nur eine Brücke, was machst du denn? So. Und das kopieren wir auf die andere Seite. Man kann es, glaube ich, sogar drehen, ne? Mit F dann. Und zack. Das ist eine Brücke. Eine sehr stabile Brücke. Ich glaube so, wenn man so den Verlauf anguckt, von zwischen Polybridge 1, 2 zu 3... So langsam verstehe ich, wie so Brücken funktionieren. Zumindest so die ganzen Kniffe und Tricks. Auch wenn ich nicht die Physik dahinter verstehe, ich baue die Brücken. Und das ist doch alles, was zählt. Echte Metaller. Stahl ist stärker als Holz, aber auch schwerer und teurer. Okay. Ich habe auch gar kein Holz zur Wahl, tatsächlich. Spiel sagt, bau mit Metall oder mach gar nichts. Bei Metall will man Autotriangulieren auf jeden Fall ausmachen. Auch wenn es es angenehmer macht irgendwo. Ist schon sehr teuer, wenn man da Auto trianguliert und ja. Boah, es sind so viele Straßenstücke. So, würde ich sagen. Wird schön fett gestützt erst und dann kannst du einfach rüberfahren. Ich weiß nicht, der Bus könnte zu schwer sein. Muss ich das hier in der Mitte ein bisschen höher machen, dass es mehr Bogen ist. Weil umso gerader eine Strecke ist, eigentlich umso schlechter. Das könnte ich auf jeden Fall noch besser bauen. Aber wir haben unseren Platz 1. Mehr brauchen wir doch gar nicht. Können wir gucken, da hat einer bestimmt alles so ultraschmal aneinander gebaut. Ach, und die Brücke selber auch gebogen, ja. Bögen und Dreiecke. Das ist einfach der Lifehack in dem Spiel. Level 5. Wähle das beste Material für den Bau deiner Brücke aus. Tipp, konzentriere dich darauf, das Level zu lösen, bevor du dir Sorgen um das Budget machst. Nein, Budget ist immer wichtig. Einen kranken Morgen. Okay. Erstmal Straße. Interessanterweise. Nicht mittig.
über dem Ding. Das ist ja fies. Das Spiel will mich auf jeden Fall verlocken, nicht Holz zu nehmen. Aber ich probiere es erstmal mit Holz tatsächlich, weil günstiger. Und günstiger reicht schon als Argument für mich, dass das mir reicht. Genau, das hält alles so am Rand. Jo, guck mal, der fährt sogar schon drüber. Ist einfach insane, wie dieser Mann Brücken baut. So, wir machen wieder genau dasselbe. Wir bauen einfach bis zur Mitte, weil die Mitte braucht keine Dreiecke, weil die sich einfach selber stützt. So. Aber eigentlich will ich, dass es auch ein Bogen ist. Sowas, genau. Und das will ich auf der anderen Seite eigentlich nochmal haben. Und dann bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Genau. Das macht mich glücklich, der Anblick. Schauen wir mal, ob es hält. Mein glücklicher Anblick. Nein, was ist gebrochen? Der Stützbalken hier. Okay. Das lässt sich vermeiden, indem wir das hier einfach alles höher machen. Ganz sicher. Ich habe Brückologie studiert. Nee, ich sehe... Schau mal, wenn ich starte, die Brücke kippt so ein bisschen runter. Ja, dass die Brücke nicht komplett gerade... Einfachste Lösung wäre natürlich so. Die Brücke damit, glaube ich, zu halten. Das wäre so auf jeden Fall nicht stabil genug. Wir machen dann hier Metall rein. Komm schon. Okay, so hält mein Brückchen mit 14.000. Jetzt könnte ich ja daran arbeiten, das Budget weiter zu senken. Weil Xelos ist immer noch 1.000 günstiger als ich. Das kann ich, glaube ich, indem ich einfach die Bögen hier schon mal auf jeden Fall wieder runterschiebe. Die sind ein bisschen zu hoch. Guck mal, das war... Das mit den Bögen war sogar ganz nett, eigentlich, wie hoch die waren. War ich schon an der Grenze. Ja, es bricht hier zusammen, weil nicht genug Energie weitergeleitet wird. Ich sage einfach irgendwelche Worte und ihr tut so, als würde ich klug klingen, okay? Das ist unser Deal. Okay, ich habe es wieder geschafft. Ich glaube, ich war noch mal ein bisschen günstiger. Aber ich muss immer noch 500 günstiger werden. Ich weiß halt nicht, ob ich Xelos jedes Mal herausfordern will, weil der Junge baut halt echt gut. Der weiß, wie seine Brücken funktionieren. Ist das ganze Stück tatsächlich günstiger als das hier? Okay. Und theoretisch hält es das ja auch, ne? Ja, dann mache ich aber hier, glaube ich, eher mir den Deal. Wir machen uns hier so ein kleines Dreieck hin. Das da. Und das hält die Brücke. Dass wir hier so einen Stützpfeiler draus basteln. Aber so schön gerade vielleicht sogar. Der natürlich auch noch nach da und so verbunden werden muss. Ich glaube, es soll trotzdem günstiger sein, ja. Jetzt da so ein Mittelstützpfeiler, der nicht ganz so stabil ist, aber es reicht. Okay, wenn ich hier drüben das noch aus Holz baue. Das ist so Maximum Tryhard in dem ersten Tutorial-Levels hier. So. Ich weiß nicht, ob die jetzt ein bisschen zu weit nach oben gebaut ist. Nee, es hält. 13.277. Wir sind Platz 1 in meiner Steam-Freundesliste. Tut mir leid, dass ihr nicht drin seid, weil ihr würdet mich wahrscheinlich alle noch schlagen. Aber muss ja. Okay, ich gucke, dass ich nicht zu lange mit der Optimierung in den Leveln verbringe. Ich glaube, wir wollen ja einfach nur chillig Brücken bauen. Zwei Brücken. Baue zwei Brücken, um beide Abgründe zu überqueren. Okay, mache ich. Wir machen erstmal wieder uns das Raster an. Ist da ein Schneemann in dem Auto? Okay. Zeig mal. Cool. Dann bauen wir uns ein Brückchen. Oh, das Portal-Brückenspiel war auch richtig cool. Was eine Strecke, ey. So, wir haben die beiden Brücken. Fertig. Okay, ich habe gerade schon runterfallen lassen. Muss es auch nicht fünfmal wiederholen. Dann triangulieren wir uns hier etwas Holz hin an beide Ecken. Oh, guck mal, hier ist sogar direkt so ein... Das will, dass ich Metall nehme. So. Warum hat das Spiel bei der zweiten Brücke so viel Angst, dass es mir da Metall bietet? Ich weiß es nicht. Aber wir machen uns hier auch wieder... Die Good Old Stütze. Ja, genau. Die ist super. Und dann bauen wir uns da wieder so eine Mini-Brücke zwischen. Das Auto wirkt nämlich jetzt nicht so schwer. So. Nur ein bisschen Schönheitsarbeit noch machen. Ich will, dass es gleichmäßig aussieht irgendwie. So, ja. Die erste Brücke sieht clean aus. Und die erste Brücke hält auch clean. Und ich weiß, warum die zweite die Metallstützen hat, weil die hat keine Mittelstütze. Ich verstehe. Ja, dann gucken wir mal, da einfach so einen riesigen Bogen drüber zu bauen. Muss nur verstehen, wo die Mitte dann ist. Hier, glaube ich. So, dass da so ein großer Bogen ist. Und der sieht überhaupt nicht gleichmäßig aus.
Perfekt. So ist schön. Die rechte Brücke gefällt mir auch. Sehen beide super aus. Also, dass ich noch was lerne aus Poly Bridge. Ich bin verwundert. Meine letzte Erinnerung ist aber nur pure Frustration. Heute ist ein guter Tag, um Brücken zu bauen. Nehme ich auch auf? Ja. Am Ende nehme ich aber nicht mal auf oder so. 21.000, nicht so gut wie Xelos, aber reicht mir. Weiter geht's. Nummer Level 7. Tiefflieger. Baue eine Brücke, die nicht mit dem Flugzeug kollidiert. Nutze das Linienwerkzeug, um ebene Straßen zu bauen. Oh. Gibt einfach direkt... Ah, ach so, das war das für diese Bögen. Linie klang so, dass es eine gerade Linie zieht. Okay, und dann kann ich jetzt einfach einstellen, genau. Oh, das war ja auch so praktisch. Okay, ich glaube, das Flugzeug selber darf die Straße nicht berühren, weil der Rest ist egal. Also kann ich jetzt, wie, füllen? Füllen. Mit Straße, genau. Jetzt können wir damit arbeiten. Wir haben ein Polizeiauto und ein Bauern-LKW. Ist immer so, gerade so nicht reicht. Aber da wir es eh von unten stützen müssen, kann ich, glaube ich, so von hier aus gucken, vielleicht einfach das zu stützen. Machen jetzt sogar recht gleichmäßig mit der Kurve der Brücke, bauen wir das ganze Holz da dran. So in etwa. Ich habe nur irgendwo ein paar Ecken und Kanten falsch gesetzt. Aber wisst ihr, wie wir das lösen? So. Mal wieder. Perfekt. So, und hier brauche ich auch kein Metall. Das wird so gestützt. Und ich fühle sich schon wieder an, als hätte ich irgendwas zu viel. Ich glaube, die hier sind zu viel. Ja, sieht gut aus. Moment. So will ich aber. Schauen wir mal. Oh, wackelt ein bisschen. Ja gut, das eine Stützbein hier ist ein bisschen gefährlich. Wir haben kein Doppelstützbein da unten gebaut. Also deswegen kann die Brücke ein bisschen wackeln. Und ein Stück Holz ist gebrochen vor Ende. Ich glaube, es hackt. Belastung 100%. Nein. Ich bin bei den oberen 10%, aber ich habe versagt. Also, dass irgendwas bricht, will ich nicht. Wieso bricht was auf der einen Seite, aber nicht auf der anderen? Ich weiß es nicht, aber vielleicht können wir es einfach reparieren, indem ich so ganz leicht mehr nach da neige, beide Seiten. Lass mal... Wie es sofort einbricht. Oh mein Gott, was habe ich denn da für ein perfektes Meisterwerk an Brücke gehabt? Es hält nur so. Oh mein Gott. Also guck mal, wenn ich das jetzt ein Feld nach rechts bewege, bricht zusammen. Ich habe das so aus Versehen so gebaut, dass es gerade so hält. Wenn ich ganz sicher sein will, muss ich halt das hier einfach, glaube ich, besser stützen. Irgendwie so. Ja, so hält es auf jeden Fall, denke ich. Ja, genau. So ist gar kein Problem. Mit der hohen Geschwindigkeit habe ich jetzt gar nichts gesehen, aber mit 10.000 und einem... Warum haben wir ein Sternchen da dran? Was heißt das Sternchen? Lösung beinhaltet Schaden. Nein? Hallo? Ist was kaputt gegangen? Polizei rast rüber? Ist doch alles clean. Warum habe ich denn Sternchen? Ach so, weil das teurer ist. Meine beste Lösung beinhaltet Schaden. Ich verstehe. Ja, aber kann ich das nicht löschen, meine falsche Lösung? Oh mein Gott, ich müsste das jetzt günstiger bauen, damit ich in der Top-Liste ohne Schaden drin stehe. Nö, okay, ich habe geguckt, ein paar Minuten, das bricht immer alles zusammen, wenn ich irgendwas ändere. Es war einfach zufällig Glück, perfektes Level, wir nehmen es hin, dass es so funktioniert hat. Wir haben es ja auch nochmal anders gelöst, ohne dass was kaputt geht. Aber gut, bevor ich da wieder eine Stunde dran sitze, ich war schon wieder so, oh mein Gott. 400 Versuche irgendwas gemacht und alles ist eingebrochen. Schiff Nummer 8. Nein, Level 8. Das letzte für heute, würde ich sogar sagen. Schiff voraus. CR08. Baue mit begrenzter Stahlmenge eine Brücke, die nicht mit dem Boot kollidiert. Okay. Eine Brücke, die ist schön. Eine Brücke, die ist toll. Ich brauche ein Linienwerkzeug auf jeden Fall. Wenn wir da oben drüber fahren wollen. Und das natürlich mit so geringer Brücke wie möglich. Machen wir mal so, um sicher zu gehen. Ich habe da schon immer ein bisschen Angst, dass das dann trotzdem gegenfährt, weil, ne, ist jetzt ein bisschen breiter. Können wir nochmal eins wegmachen. Machen wir einfach ein bisschen höher. Sicher ist sicher. Boah, hier gleich nochmal alles neu baut. Das sieht gut aus. So. Und dann machen wir das, was wir die ganze Zeit machen. Dreiecke. So. Das kopieren wir, das spiegeln wir und setzen wir da drauf. So ungefähr. Und dann bauen wir hier und dann bauen wir da.
So, Brücke wird gehalten, Auto fährt rüber. Okay, warte, können wir das gemütlich genießen? Dankeschön. In dieser Speed 5, wenn man gerade so am Bauen war. Kann ja auch ein bisschen ranzoomen und alles. Da fährt der Trecker rüber. Der Abschleppwagen, was auch immer er abschleppen muss. Wir sind in den oberen 34%. Okay. Sehr schön. Gutes Level. Weiter. Fels in der Brandung. Ich wollte aufhören. Mein Gott, ich kann nicht aufhören. Die Autos müssen ihre Checkpoints sammeln, bevor sie die Flagge einsammeln. Okay, das Auto muss da einmal vorbeifahren. Und das heißt, ich mache einfach keine gerade Brücke, sondern ich mache eine Brücke, die halt so ein bisschen geneigt ist. Warum nicht? Es wird nur ein bisschen anstrengend fürs Auto. Ich glaube, man kann sogar machen feste Tangenten aus. Genau, dann kann ich sogar hier so eine Brücke machen, wenn ich will. So war es. Genau. Perfekt. Und dann bitte einmal ausfüllen. Damit das Auto hier so eine nicht so ganz so steile Anfahrt hat. Und wenn es sonst so reinbrecht. Nee, danke. Das können wir erstmal mit Holz stützen. Und dann machen wir wieder das Übliche. Theoretisch wird es auch mit Holz einfach halten, komplett. Theoretisch. Ich bin nicht sicher, wie gut diese Brücke ist, die ich hier gerade erschaffe. Aber dies finden wir jetzt heraus. Perfekt! ja, das hier in der Mitte gefällt mir gar nicht, was auch immer hier entstanden ist. Machen wir das alles mal weg. Die ist ja wibbly-wobbly, die Brücke. Ich könnte auch einfach damit so zwei Stellen halten. Ich müsste nur das dann hier mit so einem Dings hier auch stützen. So soll die ganze Brücke stabil sein eigentlich. Ja. Das ist ungefähr die Hälfte des Budgets. Ist eigentlich ganz nett gewesen, die Lösung. Gefällt mir. Was könnte man ändern? Ich glaube, das könnte ich sogar echt super klein machen. Das wirkt jetzt auch nicht so, als müsste es viel arbeiten. Wir haben eine gute Brücke erschaffen. Wir sind gut. Ja, gar keinen Platz für Stützen. Es bricht, glaube ich, ein, das da unten. Aber auch gerade so nur, ne? Wenn ich da das Raster ausmache und dann so ein bisschen... Was habe ich ausgemacht? Jetzt. Das Raster ausmachen und es dann doch so ein bisschen hinschiebt, wie ich eigentlich wollte. Ja. Sehr schön. Sehr gute Brücke. Haben auch genau die zwei Stahlträger genutzt und so. Jo. Dann zurück zur Kampagne. Ein Level fehlt noch, dann haben wir die erste Welt komplett fertig. Ja gut, komm. Dann gehen wir noch zur Goldmedaille. Sammle beide Checkpoints ein mit zwei verschiedenen Autos. Okay. Wir haben ein Kombi und ein Jeep. Und da sind die Sterne und die müssen wir einsammeln und dann rüberfahren. Okay, also brauche ich einfach nur eine lange Brücke. Verstehe ich das richtig? Eine leicht geneigte Brücke. Tatsächlich darf man, glaube ich, sogar so über den Stern drüber fahren, wenn es wie im Teil davor ist. Müssen wir gleich herausfinden. Ich stütze mal hier nach in die Richtung von den beiden. Ja, da benutze ich sogar das Metall. So, machen wir da so eine schöne mittige Brücke und dann machen wir hier einfach nochmal Dreiecke drauf. Irgendwie so. So sieht es eigentlich aus wie ein brückenbefahrbares Dings. Fast schon wieder zu perfekt für den ersten Versuch. Ich muss unbedingt beim Bauen mehr kommentieren. Ich bin immer so am Überlegen, wie ich die Sachen hinsetze und dann steht die Brücke aber schon fertig da. Oder bin ich so, okay, so. Ich will mal hier in der Galerie gerade gucken. Ist ja eigentlich auch immer was Lustiges, immer zu sehen, was so die Besten sind. Achso, nach Budget sortieren muss man extra anklicken. Ah, guck mal, jetzt sind wir günstig. Oh mein Gott, der hat da 10.000 kleine Straßenstückchen gebaut. Und die schieben sich so gegenseitig noch rüber. Eieiei. Was ist das hier? Es sind absolut wilde Brücken dabei. Das sind keine Brücken, Leute. Ihr habt euren Job nicht verstanden. Ich würde euch nicht anstellen, auch wenn es echt wenig Geld kostet. Ich glaube, für die Fahrer kostet es mehr die Sachschäden. Aber gut. Das war doch eine schöne letzte Brücke. Hier, die hier. Sehr pretty. Funktioniert direkt. First try. Können sogar das beides nochmal runterschieben. Können gucken, ob es nochmal funktioniert. Da haben wir so eine richtig schöne, schmale Brücke mit Mini-Dreiecken. Und die Belastung ist sehr hoch, aber es hat gerade so funktioniert. Wunderschön. Und dadurch haben wir den Canyon abgeschlossen, die erste Welt scheinbar. Und beim nächsten Mal, wenn wir weiterspielen, Seilschaften. Lernen wir Seil und Kabel kennen
und sind im Dschungel? Ah, in so einem verschneiten Gebirge. Auch mit Minenschächten und sowas. Okay, klingt cool. Sehen wir auch hier im Hauptmenü. Schwierigkeitsgrad scharf. Okay, wie viele Schaflevel haben wir? Okay, also Schwierigkeitsgrad 1 Schaf kriegen wir auf jeden Fall hin, die Welten, würde ich sagen. Schwierigkeitsgrad 2 Schafe bin ich nicht sicher und 3 Schafe wird mir wieder zu hoch sein. Aber haben wir auf jeden Fall noch einige Level. Ich denke auch nicht, dass wir in jeder Folge eine komplette Welt schaffen werden. Aber die in Starter-Level sind ja immer sehr chillig. Das ist hier oben Standard. Ach, man kann sich mehrere Spielstände machen. Jo, wir können lila Profil auswählen. Eine lila Limo. Ich habe lila und... Ach so, nicht alle Fahrzeuge haben lila zur Verfügung. Ich sehe es. Ja, dann nehmen wir doch die lila Limousine als Profilbild. Jawohl. Wir haben 11 Level geschafft, 11 Flaggen erreicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einer weiteren Folge Polybridge. Muss nicht unbedingt täglich kommen. Ich mache einfach so, wie ich Zeit finde. Und ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zusehen. Bis dann, euer Zimmermann.